Ach, zwei Handbogen, dafür habe ich dann auch das Schild nicht mehr. Na, ich glaube, ich lasse das erstmal so. So, ja, habe ich alles gemacht. Dankeschön. Boah, hier kann man sich wieder so mega schlecht durchbewegen. Okay, komm, go, go. Okay, meine Einheiten haben gelevelt. Interessant. Ich wusste gar nicht, dass die auch leveln können. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zu den Kollegen da hoch und machen die weg. Dumm, 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 dumm. Der braucht noch ein bisschen, um sich zu regenerieren. Verdammt, ich komme da nicht mehr hin. Das darf nicht wahr sein. Egal, komm, nächste Runde machen wir sie weg. Nächste Runde machen wir sie weg. LOL. Das Lager hat einen zweiten Trupp ausgebildet mit zwei von diesen Viechern und diese Viecher stehen jetzt hier rum. Okay, ich wusste, dass die... Scheiße, daran habe ich natürlich jetzt gar nicht gedacht. Dass die können natürlich auch alle Einheiten bauen, mit denen sie rumlaufen. Die, ich nenne es jetzt mal Stadtstaaten, nein, die Dörfer. Das ist natürlich gerade ein bisschen ungünstig. Stehen jetzt eigentlich direkt vor meiner Grenze? Das tun sie tatsächlich. Die kommen nicht raus, oder? Die müssten hier unten rumlaufen. Lol, das ist eine Ruine, habe ich gleich gesehen. Okay, das ist jetzt, ja. Okay, okay, in der nächsten Runde ist auf jeden Fall der Smart-Dings fertig. Ihr macht doch jetzt nichts, oder? Ja, Konstruktion abgeschlossen, da... Lol. Die können fliegen. Okay. Smart-Extrakt, okay, das müsste ich ja von dem einen Quest eigentlich... What? Ach, das ist der Entwicklungsplan hier. Okay, Entwicklung des Imperium-Plans. So, und zwar kann man den alle paar Runden neu ausrichten. Ihr seht jetzt hier, ich habe 42 Einflusspunkte. Eine Stufe kostet 20. Das heißt, ich könnte quasi mir zwei Stufen leisten. Warte mal, wie viel kostet... Okay, weiter geht das hier nicht. Das heißt, ich kann hier... Okay, Stufe 2 kann ich mir von keinem leisten. Okay, das heißt, ich kann zwei Sachen machen. Was mache ich denn hier mal? Plus 20% Kostenreduktion, Produktionskostenreduktion auf Einheiten, ja, okay. Plus 3. Also Wirtschaft und Bevölkerung mache ich auf jeden Fall. Dann kriege ich schon mal plus 3 Dust. Was mache ich noch? Ach so, freigeschaltet durch Ära 2. Man kann ja erstmal nur Ära 1 hier machen. Gehe ich auf Wissenschaft oder gehe ich auf Produktion für Einheiten? Also die drei Dustbrunnen, die mich auf jeden Fall nicht mit die Frage ist, gehe ich auf Einheiten? Ich bin ja eigentlich Händler, ich bin ja eigentlich friedlich. Ich gehe mal auf Wissenschaft. Okay, go. So mache ich das. Boah, plus 15 die Runde, das ist bestimmt gar nicht mal so schlecht. Und jetzt dürfte ich eigentlich auch wesentlich schneller forschen. Ich guck mal gerade. 69% schon. Ja, das sieht mir jetzt gar nicht mal so langsam aus, ehrlich gesagt. Warte mal, ich kann hier schon was... Okay. Kann ich das hier irgendwie schon erforschen? Nächstes Mal, wenn das fertig... Na, muss ich mal gucken. Okay, wo sind diese fliegenden Viecher? Die sind irgendwo dahin geflogen. Ist mir jetzt relativ egal, weil ich werde jetzt hier das zweite Dorf von den Spucke ausnehmen. Angreifen. So, Freunde. Ja, mein Einer ist zwar nicht fit, offensiv, manuell, auf jeden Fall bereit. So, Freunde, es tut mir jetzt wirklich sehr leid. Wo stellt ihr euch denn auf? Was soll das denn hier werden? Hallo? So geht es aber nicht hier. Wir stellen uns hier erstmal schön in einer Linie auf, ne? Damit das schon mal klar ist.
Okay. Sehe ich das richtig, dass es hier nur diesen einen Weg durchgibt? Freunde, wir machen das ein bisschen anders. Wir machen das ein ganz bisschen anders. So nicht. Wir verlegen unsere Position. So, wir machen das nämlich jetzt so. So werden wir kämpfen. Okay, ich bin bereit. Wow. Wir konzentrieren uns erstmal bitte alle auf den unteren. Wenn wir da zu viert draufkloppen, dürfte der eigentlich mächtig Damage fressen. Okay, los, Leute. Attacke! Krabbens! Oh, nice, ihr habt geblockt, ihr seid die Könige. Oh. Boah, minus 33. Kommt er da durch? Er kommt da durch, jawohl. Jawohl. Boah, nice, ist der schon down? Der ist down. Leck mich am Arsch, der ist down. Oh, ihr greift den an. Alter. Oh fuck, der ist noch nicht down. Okay, okay. Ihr drei kümmert euch um den hier. Und du gibst dem Todesstoß. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Und go. Oh, nice. Ihr habt auch geblockt. Jawohl, sehr schön. So, ihr verpasst ihm jetzt hoffentlich den Todesstoß. Minus 28, das dürfte eigentlich reichen. Ja, sehr gut. Nice. Wie angreifen? Da steht doch gar keiner mehr. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch gewonnen. Ach, Leute, da steht doch noch einer. Ja, komm, mach ihn weg. Der kann nix. Jawohl. Sieg. Okay. Das habe ich sogar ziemlich gut überstanden. Ja, das war Dorf Nummer 2. Das lief ja ziemlich gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal straight nach unten. Zwei haben wir, eins fehlt noch. Haben wir unseren ersten Hauptquest erledigt. Ach ja, und ihr müsst ja noch was bauen. Was baue ich denn hier mal? Imperiales Münzamt. Effekte. Plus 5 Dust auf Stadt, plus 15% Dust auf Stadt. Das hört sich hier gar nicht mal so schlecht an. Wo will ich das denn hinbauen, theoretisch? Ich würde das theoretisch, glaube ich, hier hinbauen, wenn ich es gleich auswählen muss. Ich weiß es natürlich nicht. Das Münzamt hört sich echt nicht schlecht an. Wie lange wird der Siedler brauchen? 6 Runden. Und das 4 Runden. Ich weiß nicht, wie schnell sich die NPCs hier ausbreiten. Wenn die das so schnell wie die NPCs in Civi machen, dann habe ich sie gleich voraus sitzen und kann mich nur noch mit Krieg quasi weiter ausdehnen. Kann ich mir ja nicht auch Einheiten irgendwie kaufen? Ach ja, stimmt, im Markt, oder? Ach so. Quasi von denen, die ich bisher kenne und... Ach so funktioniert das. Ich könnte mir einen Helden kaufen. Können wir echt einen zweiten Helden kaufen? Oh Spaß, ich glaube, das mache ich. Aber geil. Wen nehmen wir denn mal? 110, 100, ja, der hat 182, teilt ordentlich aus. Wer ist das denn hier? Frisst Knochen. Ach, der heißt Frisst Knochen. Der Typ hat auf jeden Fall scheiß viel Life. Okay. Wer ist das hier?
200 für Bewegung, macht 49 Damage, ist ganz okay. 47 Verteidigung, Initiative. Exklusiv. Wer ist das denn, ey? Dieses Angebot gilt 11 Zügler exklusiv für dein Imperium. Dann kann er eigentlich gar nicht so schlecht sein, oder? Klasse, was ist denn das für eine Klasse? Truppen, die Verbündeten stärken und auf Distanz Schaden zufügen. Okay, der ist mehr so einer, der die eigenen Truppen stärkt und Gegner schwächt. Oh, ein Spaß, ich glaube, den hole ich mir, oder? Einfach nur, weil das kann, ey. Hier, wie kann ich das kaufen? Achso, da unten kaufen. Okay, komm her. Bam. Okay. Betrachten. Oh, Hallöchen, na, du siehst aber auch nett aus. Kann ich dir vielleicht noch irgendwas mitgeben? Ja, hier erhöht deine Bewegung, warum nicht? Ob das genau dasselbe, was der andere auch hatte? Was hast du denn für eine Waffe? Du hast eine Zweihandwaffe. Kampfstab Eisengut. Den hast du. Plus 15 plus 4 plus 4. Ja, behalt den mal. Lol. Nein. Übernehmen. Was, dein Imperium kann sich die Ausrüstungskosten für diesen Helden nicht leisten? Okay. Ach, ich muss das dann extra kaufen. 25 Dust. Ach, mein Gott, ey. Das muss ich extra kaufen. Ja, komm, dann nimm erstmal hier nichts mit. Okay, wo bist du denn? Wo stehst du denn jetzt? Stehst du jetzt hier irgendwie drin? In meiner Stadt? Ich habe dich ja gerade gekauft. Oder bist du jetzt hier irgendwie mit in der Armee mit bei? Hä? What the fuck? Er ist nicht in der Stadt. Er ist auch nicht hier. Wo ist mein Held? Held zuweisen. Okay, er ist da, aber auswählen. Okay. Der Held steht jetzt in der Stadt rum und ist quasi jetzt erstmal Statthalter und kümmert sich um die beiden Milizen. Okay, ich brauche anscheinend auf jeden Fall eine Landeinheit. Aber wieso kann ich den nicht... Hä? Held abziehen. Statthalter. Okay. Ich hab den ja jetzt zum Statthalter gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich den jetzt wieder abziehen? Das ist ja schön und gut, dass der Held jetzt hier Statthalter ist, aber... Also wenn jemand weiß, wie ich den Helden in eine neue Armee stecke oder wie ich den erstmal da vom Statthalter-Dasein wegkriege, ich bin für jeden Tipp froh, wenn ich hier draufklicke, passiert erstmal nichts. Na gut, egal. Egal, egal, egal. Ich wollte hier eigentlich was bauen. Ja, Siedler für Gebiet oder erstmal mehr Knete. Ich baue einen Siedler. Ich würde gerne, wenn ich mal hier rauszoome, dieses Gebiet hier dann doch mal demnächst für mich in Anspruch nehmen.
Mit edlen Imperien, wie dem euren, ist die Zukunft Aurigas gesichert. Ja, das sehe ich genauso. So, ich bin besonders auch sehr friedlebend. Das sieht man daran, dass ich jetzt dieses dritte Dorf hier wegmachen werde. Dass ich sehr friedlebend bin. So, go, angreifen. Ja, komm, passt. Die machen wir weg. Nein. Nicht so ganz werdet ihr euch so aufstellen. So, du latsch erstmal dahin. Wir sind alle schon so angekratzt. Okay. Okay, bereit. Ach du Heiliger, okay, auf wen gehen wir zuerst? Okay, ich würde mal sagen, wir gehen erstmal alle auf den Typen da unten. Der kann nämlich nichts. Ich hoffe, ich kann mich hier draufstellen, sonst habe ich aber ein Problem. Okay, go. Los. Macht ihn weg hier. Krabam. Minus 33. Aua. Okay. Okay, jetzt kraft ihr an. Sehr gut. Minus 14. Na, da geht aber ein bisschen mehr. Boah, nice. Minus 48. Und der kann nicht angreifen. Wieso hat der jetzt nicht angegriffen? Boah, minus... Lol. Okay, ich kann mich da nicht draufstellen. Okay, Planänderung. Wie viel hat der noch? Der hat noch 24, das dürfte mein Held eigentlich alleine hinkriegen. Alter, okay. Okay, warte mal. Mein Held und du, ihr macht den auf jeden Fall weg. Ihr anderen beiden geht schon mal auf den drauf. Wenn der einmal zuhaut, dürfen das ja eigentlich noch alle überleben. Ich möchte ungern hier eine Einheit verlieren, weil die heilen sich so schön automatisch hoch. Okay. Okay, go. Boah, Alter, minus 50. Minus 33, sehr gut. Okay, komm. Scheiße, geblockt. Boah, Held, machen weg, bitte. Machen weg. Boah, es hat gereicht. Alter, es hat fucking nochmal gereicht. Okay, alle greifen den an. Ja. Boah, ich hoffe, dass der nicht zuerst angreift, weil ansonsten ist der vielleicht down. Okay, kommt. Okay. Boah, geblockt, Alter, ihr seid die Götter. Minus 17, ja. Ja, minus 28, komm, jetzt gib ihm einen Todesstoß. Oh, nice. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alter. Da habe ich aber mächtig geschluckt, will ich mal meinen. Sehr gut. Neues Ziel. Suche nun etwas gründlicher. Untersuche die unberührten Ruinen. Ja, okay. Das habe ich mir schon gedacht, dass ich das jetzt im Anschluss machen muss. Und könnte ich noch bewegen? Nein. So. Quest soweit schon mal zur Hälfte erfüllt. Ich habe die drei Dörfer platt gemacht. Jetzt muss ich mir diese Ruinen angucken, aber ich hoffe, da ist was richtig Geiles drin. So, in 5 Runden ist hier der neue Siedler fertig. Wie kriege ich dich da raus? Held abziehen. Dieser Held ist 4 Züge gesperrt und kann nicht abgezogen werden. Merken, wenn ich einen Helden zum Statthalter mache, ist er auf jeden Fall für 5 Runden erstmal Statthalter. Okay, aber dann kann ich ihn eine Armee zuweisen. Na okay, in den nächsten 5 Runden werde ich hier sowieso keine Einheit bauen, die ich dem dann zuweise. So, was ich aber mache, ich werde erstmal schnell speichern. Bam.
Boah, okay, ich würde mal sagen, da gucke ich jetzt gerade nach, was in der Ruine ist. Und dann mache ich ein Aufnahmepäuschen. Eine Aufnahmepause mache ich natürlich. What? Wow. Ey, Kollegen, überlegt euch gut, was ihr macht. Ansonsten ist euer Dorf weg. Das möchte ich nur mal gerade so sagen. So, was ist jetzt in der Ruine? Ich will das wissen, ey. Boah, wenn sich das nicht lohnt, ne? Ey, gib Gas, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh, wehe, das lohnt sich nicht, ey. Suchen. Aha. Ergebnis. Und so wurde die Stadt gegründet und mit ihr fruchteten meine neuen Bemühungen. Bla bla bla. Ich täusche würden das auf jeden Michen. Okay. Belohnung. Straßen aus Dust. Okay, ich habe ein Buch gefunden. Dieses alte Manuskript offenbart die Geheimnisse der Infiniten, die Dustmagie nutzen, um die Reibung und das Gewicht von Materialien zu reduzieren. Industriegüter werden so langlebiger und benötigen weniger Treibstoff, während Armeen sich schneller über Land bewegen können. Effekte. Plus 8 Position auf Stadt, plus 1 Bewährung auf Einheiten, kann nur von Helden angelegt werden. Okay. Neues Ziel. Stell sicher, dass du einen Helden der brennenden Magie in deinem Imperium hast. Rüste ihn mit dem Manuskript Straßen aus Dust aus und weise ihn einer Armee zu. Okay. Kann ich dich jetzt nochmal durchsuchen? Tatsache. Neuer Auftrag. Größenwahn. Produziere über 10 Runden in einer Stadt 40 Industrie. Belohnung 15 Einfluss. Moment. Soll ich jetzt jede Runde mindestens 40 Industrie machen? Das ist aber so gut wie unmöglich, will ich mal meinen. Okay, kannst du dich noch weiter bewegen? Kannst du dich noch da hoch bewegen? Okay, komm, beweg dich. Tja, scheiße. Hätte ich mir mein Gold mal noch ein bisschen länger aufgespart. Ich glaube nämlich der Typ hier. Ah, du bist von den Draken. Das habe ich mir schon gedacht, so wie du aussiehst. Scheiße. Okay. Das heißt, ich muss jetzt Gold sparen, damit ich mir einen dritten Helden kaufen kann, der von den brennenden Magiern oder so kommt. Okay. Selbst wenn ich alles hier auf Produktion mache, kriege ich nur 32. Okay, meine Stadt wird irgendwie gar nicht größer. Egal was ich mache, ich habe plus minus 0. Okay. Funktion 13. Ach du heilige Scheiße. Warte mal. Bis 29? Verbrauchte Bevölkerung? Wieso habe ich denn hier kein Plus? Minus 23. Ach die, oh mein Gott, die Siedler verbrauchen so viel. Ich muss aber trotzdem Plus machen, hallo? Minus 8, verbrauchte Bevölkerung. Oh, obwohl, es ist natürlich minus 31, ja. Okay. Okay, wenn ich hier eh gerade Minus mache. Ja, warte mal. Einen lasse ich mal zur Sicherheit weiter nach und produzieren zwar manchmal auf Produktion und einen auf Einfluss. Okay. Wie lange bist du noch gesperrt? Du bist noch 3 Runden gesperrt, dann kann ich dich eine Armee zuweisen. Na, okay. Und ich denke, das soll es auch erstmal gewesen sein für die erste Runde. Also ich muss sagen, das Spiel macht megamäßig viel Spaß, wer auf Civi und so ein Kram steht. Oder generell Endless Space zum Beispiel gespielt hat, der wird hier auf total abfahren. Ja, ich bin mal gespannt. Ich baue jetzt hier meinen Siedler schön weiter. Der dauert doch 4 Runden. Und dann werde ich mir dieses Gebiet hier erholen.
Da habe ich meine zweite Start. Und dann mal gucken. Ich glaube, ich sollte mich vielleicht mal um dieses Lager hier kümmern, weil die latschen mir irgendwie ein bisschen zu aggressiv rum, finde ich. Und dann mal gucken, ob wir andere Fraktionen treffen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Session. Ciao.